So. Dann, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich glaube bei der Hauptquest, genau. Nee. Das habe ich heute früh schon geholt. So. Machen wir mal Lunzen hier. Wo muss ich hin? Da hoch muss ich. Hi. Gut, ihr seid da. Es gibt Probleme. Ihr erinnert euch an Ratsmitglied Belos? Captain Kantarus hat mir berichtet, dass die Republik auf dem Weg hierher ist. Ihr könnt die Legislatur noch nicht angreifen. Das Imperium hat die Kontrolle über die Ionenmauer übernommen. Das ist Corellias stärkstes Verteidigungssystem. Sie wollen sie gegen die Republik einsetzen. Naja, ich denke mal schon, dass ich das kann. Denn ich bin Ike. Hier. Wie konnte das Imperium die Ionenmauer einnehmen? Der Corellianische Rat hat sie dem Imperium angeboten. Nur wir haben die Codes, um sie einzusetzen. Habt ihr ihnen auch unsere Positionen und Truppenstärken genannt? Aber ich habe die Codes. Warum richten wir sie nicht auf die Verteidigung der Legislatur? Das ist eine sehr gute Frage. Hier. Ihr kennt die Legislatur am besten. Funktioniert das? Ich weiß nicht, was das Imperium installiert hat. Aber die Sicherheitsmaßnahmen des Gebäudes wären auf jeden Fall stillgelegt. Wo ist der Haken? Zuerst müsst ihr die Emitter der Ionenmauer auf die Legislatur richten. Sie wurden in Statuen um den Kapitolplatz verborgen. Sobald die Emitter ausgerichtet sind, kann die Ionenmauer aktiviert werden. Die Steuerung befindet sich im Inneren der korellianischen Innenaufklärung. Da haben wir den Haken. Die korellianische Innenaufklärung war einer der ersten Orte, die das Imperium eingenommen hat. Da wird es vor Imperialen nur so wimmeln. Können wir uns irgendwie hineinschleichen? Keine Chance. Das ist eine Aufklärungsbehörde. Wahrscheinlich hört das Imperium soeben dieses Gespräch ab. Die Imperialen sind leider nicht die einzige Gefahr. Mehrere Mitglieder des Rats der Sith trafen vor ein paar Tagen am Kapitolplatz ein. Einer von ihnen, Darth Acheron, wurde zur korellianischen Innenaufklärung geschickt, um die Ionenmauer zu sichern. An ihm müsst ihr vorbeikommen. Ich bin hinter dem Imperator her. Der Rat der Sith kann nicht viel schlimmer sein. Ihr müsst es wissen. Ich würde allerdings nicht meinen Kopf darauf verwenden. Ich schon. Ich sollte gehen. Es gibt eine sichere Leitung von der korellianischen Innenaufklärung in mein Büro. Kontaktiert mich, sobald ihr die Ionenmauer aktiviert habt. Das Wachhaus ist immer noch mit der Legislatur verbunden. Wir können ihre Verteidigungsmaßnahmen nicht steuern, aber wir sehen, wenn sie ausgeschaltet sind. Ich bringe Korsak und die Republik in Position. Sobald ihr die Ionenmauer aktiviert, greifen wir an. Jo, ich krieg das schon hin, ey. Hab das jetzt alles hinbekommen. Ike hat gesprochen. So. Boing, 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 boing. Na dann. Ach, ist ja gleich hier vorne alles. Lull. Easy. Ui. Ja. Hi. Okay. Die Dinger werden bewacht, das ist doch scheiße. Ich wollte gar nicht mehr kämpfen. Jetzt fall um. Und jetzt du. Und jetzt du. Hehe.
Warte mal, da sind die anderen ja da hinten. Ne? Hopp, hallo. So. Huch, da steht noch einer. So. Ich muss nachher, ich hab noch eine Bonus-Quest, lul. Die hab ich gar nicht gesehen. Hallo, greift jetzt mir jemand an? Da, so. Der Tau frisch. Genau so. Soll den angreifen und dann. Na dann, wenn es weiter nichts ist. Die zwei Statuetten noch. Na dann. Sith-Bewacher, das ist ein Lobob-Gegner. So, Hammer. Nach dort, hier sind die Weiß-Sith. Lol. Was ist denn hier falsch auf dem Planeten jetzt? Vorher war keine Sau von denen da und jetzt sind es hier zu, weiß ich nicht wie viel. Haha, bist vorbeigesprungen. Bist du ein Dulli. Das war ein Dulli. Mal uns, wie es weitergeht. Oh wow. Mit Haufen Gegnern. Da wird geschossen, da will ich hin. Welchen greife ich denn jetzt an? Eigentlich könnte ich Kiro hier sogar auf Tank gehen lassen. Nicht auf Tank, auf Angriff. Die machen uns ja kaum was. Schaden, so. Hallo, ist meine Maus da?
Was ist das denn für einer? Jodenmauer aufsehr. Okay, nee, Kiro, hier gibt's wieder auf Heilung. Hier kommen keine Gegner mehr, ich muss noch mal hoch. Ich will ja alle Gegner erledigen, die Bonusquest erledigen. Ich will ja die Bonusquest machen. Sie eigentlich kommen, genau. So haben wir die erledigt. Bauen wir dein Lichtschwert ein. So. Charon, hi. Noch eine Chance, mein Lord. Ihr braucht uns. Der Agent der Republik ist zu mächtig. Noch ein einzelner Jedi, der gegen ein Mitglied des Rats der Sith antritt? Wie beleidigend. Ja. Soldaten machen häufig mehr Ärger, als sie wert sind. Ihr habt einen besseren Gegner verdient. Ihr werdet ein guter Trainingspartner für meinen Kampf mit dem Imperator sein. Der Imperator ist mächtiger, als wir alle uns vorstellen können. Die Republik hat gut daran getan, euch herzuschicken. Wenn sie aktiviert würde, würde die Ionenmauer Schiffe, Artillerie und sogar die Waffe in eure Hand ausschalten. Aber euer Kontakt hätte euch sagen müssen, dass die Ionenmauer nicht allein mit der Steuerung zerstört werden kann. Ich werde sie stattdessen gegen das Imperium einsetzen. Unmöglich.
Ihr werdet auch gar nicht lange genug leben, um es zu versuchen. Na, das werden wir sehen. Alter! Du Fischkopf! So. Rätsel, Wappe, Panzerhandschuhe. Oh yeah. Die werden angezogen. Oh, hier hab ich ja noch was. Was ist denn das? Kampf gezeichnet Lichtschwert. Diese Gadget ist kein Nutzen, ne? Kann verkauft werden. Aha, aha, brauche ich alles nicht. Wurde aktiviert, Ratsmitglied. Und sie hat einwandfrei funktioniert. Das Imperium bemüht sich, Verstärkung aufzubringen. Das ist eure Chance. General Aves beginnt mit dem Angriff. Begebt euch zur Legislatur und trefft euch dort mit den Leuten. Ich bin so schnell wie möglich dort. Ich muss gehen. Das Imperium verlegt den Rat an einen sicheren Ort. Also keine Kommunikation mehr. Ich habe mein Leben auf einen Sieg der Republik verwettet. Enttäuscht mich nicht. So lange lebst du aber nicht mehr so alt wie du bist. Und das war jetzt sehr böse. Egal. So, da haben wir ein Ratsmitglied niedergestreckt. Schön. Wo sind die anderen? Ich hoffe, die anderen haben mehr drauf. Ich hoffe doch, die anderen haben mehr drauf. So, wo jetzt hin? Wow, Nachbareingang. Alter, da ist ein Jedi. Da steht ein Jedi und die konnten nicht einfach mal dort reingehen und den stürzen. Spiel, du hast eine richtig geile Logik. Aber gut, dann hätte ich den nicht stürzen können. Fahre ich jetzt richtig? Ich fahre vollkommen falsch. Gegner? Ach, das sind aber... lol. Es war ein Hinterhalt, General. Imperiale sind durch einen versteckten Eingang reingekommen. Wir haben den Kommandanten verloren, aber die Kavallerie ist gerade noch rechtzeitig aufgetaucht. Seid euch meines Dankes gewiss. Die Ionenmauer hat einigen Schaden angerichtet. Aber das Imperium erholt sich schnell. Die Abkürzungen des Korallianischen Rats sind auch nicht hilfreich. Solange das Imperium den Rat in der Hand hat, verfügt es über interne Informationen. Wir müssen die Ratsmitglieder finden. Ratsmitglied Belos sagte, sie seien an einem sicheren Ort. Wir sind die Pläne mit Captain Kantaros durchgegangen. Er hat einen Schutzraum identifiziert, in den der Rat sich in Notfällen zurückziehen kann. Darth Hadra vom Rat der Sith war als Eskorte dabei. Wenn die Ratsmitglieder in diesem Raum sind, wird sie ebenfalls dort sein. Darth Acheron war ziemlich aufbrausend. Ist Darth Hadra genauso? Sie ist deutlich subtiler. Sie verliert nicht so schnell den Kopf. Geil. Natürlich habt ihr Verstärkung der Republik. Captain Kantaros führt seinen eigenen Angriff an. Aber er hat mir versichert, dass seine Offiziere kommen werden, wenn ihr sie ruft. Die grünen Jedi haben ebenfalls zugesagt, zu schicken, wen sie entbehren können. Ich habe noch nie von grünen Jedi gehört.
Das ist eine spezielle Enklave, die sich dem Schutz von Corellia verschrieben hat. Ihr werdet den Namen verstehen, wenn ihr ihre Roben seht. Unsere Techniker haben die Kommunikationsstationen der Legislatur so verändert, dass man damit direkt die Zentrale der Republik erreicht. Nutzt sie, um Verstärkung zu rufen. Denkt daran, der Korellianische Rat ist das Ass im Ärmel des Imperiums. Findet ihn, bevor wir noch mehr Überraschungen erleben. Na dann. Und am Ende kriege ich mal wieder 10.000 Credits oder so. Hier stehen sie ja schon. Ich muss sie ja alle umnieten. Hier ja alle Hi! So schnell stirbt niemand. Genau. Ey, hör auf mich zu schocken. Alter, die Verteidigung war mal richtig geil. Die hält ja ganz schön was aus hier. Ha! Und schon tot. Rätselhafter Machthelm? Oh. Angriffskraft minus 1, aber egal, auf den Punkt kann ich verzichten. Hier herrscht Krieg. Ich brauche ausgebildete Soldaten. Ermittle Position von nächstgelegener Einheit der Republik. Übertrage ihren Standort. Piu, piu, piu. Wird dir auch mal Zeit, dass ihr helfen kommt. Immer muss ich alles alleine machen. Hier kommen die hier auch mal rein und ballern mit. Oh nö, die ruhen sich da draußen wieder aus. Was für Saftsäcke. Oh, das ist sogar Ziff, gegen dich gerade kämpft. Lol, gut. Oh.
pass nur auf, du mischst dich hier einfach in den Kampf ein, ja? Das geht zu dauern, das war nichts gegen Enza. So, hast du davon. Wow, okay. Keine Sorge. Hör auf, mich zu schocken. So. Oh, hier gibt's doch wieder eine Bonusquest. Naja. Na komm, du mal her, junger Mann. Alter, das ist ja jetzt schon so krass wie meins. Und das hat noch nicht mal Modifikation drinne. Holy. Das will ich. Das will ich. Ich komme mir vor wie in einem Irrgarten. Ich könnte ein paar Einheimische gebrauchen. Kontaktiere Captain Kantarus. Korsak ortet sie. Ihr wart die ganze Zeit hinter der Tür. Jetzt, wenn alle tot sind, kommt ihr raus. Das hätte ich auch alleine aufmachen können. Wow. Wow, seid ihr mutig. Immer erst abwarten, bis ich alle erledigt habe. Mann, Mann, Mann. Ei. Thank you.
Fall doch endlich um. Ich breche gerade euren Rekord, Boss. Was? Machst du gar nicht. Okay. Ach, schon wieder so ein Lichtschwert. Cool. Aha. 194 Ausdauer, 204 Ausdauer, das behalte ich. Warte mal, wie viel macht denn das? Angriff 64? Das macht gar keinen Angriff. Also so. Kein Geschenk, das brauchen wir für später, genau. So, und wie viele Männer kommen jetzt hierher, nachdem alle tot sind? Für den Kampf, der mir bevorsteht, könnte ich die Unterstützung weiterer Jedi gebrauchen. Stelle Verbindung zu den grünen Gärten her. Lade ihre Koordinaten hoch. Bitte was? Jetzt kommen die ganzen Jedis erst? Jetzt? Wow, was ein toller Sprung. Respekt. Und wo warst du, während ich hier kämpfe? Und das muss mir jetzt einer erklären. Ich bin die ganze Zeit am Kämpfen. Ich als Jedi. Hab alle niedergestreckt. Ruf um Verstärkung. Komm Jedis, die jetzt 100 pro hier draußen stehen bleiben, nicht mit reinkommen, kämpfen. Warum haben sie die Leute nicht schon vorher reingeschickt? Scheiß grüne Jedi, da bin ich doch lieber ein dunkler Jedi. Alles samt Feiglinge. Kira, du kümmerst dich um die, ich kämpfe gegen die. Aber weil es kann. Wow, was war mit dem Typ sie da gerade los mit dem Gegner? Der ist ja übelst sich gegenslidet. Genauso, die slidet auch noch durch die Gegend. Oh, da ist ja noch einer. Jetzt nicht mehr. Ach, Angriff geht komplett flöten, ne. Ich bin froh, dass ich mittlerweile so viel Damage mache. Ich bin froh, dass ich mittlerweile so viel Damage mache. So, ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht alle platt machen, denn ich finde es eine bodenlose Frechheit, dass diese grünen Jedis erst kommen, wenn ich alle erledigt habe. An mein So. Ja, gut. Sag mal, bin ich überhaupt richtig? Ich bin vollkommen falsch. Schön. Ich hätte vielleicht vorher auf die Map gucken sollen.
versichere euch, Dathata, dieser Schutzraum ist uneinnehmbar. Die Republik wird niemals durchbrechen. Spart euch das, Ratsmitglied. Selbst euer kleines Versteck war nicht immun gegen die Ionenmauer. Ihr habt die Legislatur in ein Schlachtfeld verwandelt. Ist das euer Plan, um den Rat zur Republik zurückzulocken? Ihr könnt immer noch zugeben, dass ihr einen Fehler gemacht habt. Ha! Selbst wenn halb Corellia in Flammen lodert, steht der Rat immer noch hinter dem Imperium. Nach dem Schaden an der Legislatur hatte ich mit einer ganzen Armee gerechnet. Ihr hättet vorbereitet kommen sollen. Der Schutzraum wurde gestaltet, um den Rat zu beschützen und zu verstecken. Hier gibt es keine Kommstationen. Alle Übertragungen werden blockiert. Eure Verbündeten sind außer Reichweite. Könnt ihr mich ohne eure geliebte Republik besiegen? Ich habe schon zu viele Sith Lords besiegt, als dass ich jetzt aufgebe. Der Rat steht zum Imperium. Mein Tod wird das nicht ändern. Wer sagt euch, dass wir das nicht nur zum Spaß machen? Als ich hörte, dass ihr den Rat verfolgt, habe ich die Elite von Corsac zusammengetrommelt. Das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Dann habt ihr euer Schicksal entschieden. Jene, die sich der imperialen Herrschaft widersetzen, sterben durch meine Hand. Oh, ich will unseren Lichtschwertkristall haben. Nö, jetzt will ich den Lichtschwert haben. Kristall rausnehmen und den Rest verkaufen. Schön, also nicht mit mir hier, ne? Du kleines Roma. So, und jetzt gibst du mir deine Lichtschwertkristalle. Willst du mich verarschen? Das ist ja noch besser als das andere. Aber sowas von das dahin, das bleibt. Das werden wir uns richtig schön krass aufrüsten. Hat auch noch keine Modifikation drin. Oh, das wird ordentlich Damage machen. Werden wir dann gleich machen. Ja, Ratsmitglieder. Jetzt geht es nur noch um euch und eure aufgebrachte Wählerschaft. Mit der Zustimmung der Republik kann der amtierende Corsac-Kommandant Staatsoberhäupter verhaften. Ich will sie alle, auch Ratsmitglied Belos. Aber ich habe das Imperium ausspioniert. Ich habe einen Sith Lord belogen. Ich habe mein Leben für die Republik riskiert. Ihr habt als erster vorgeschlagen, dass wir dem Imperium beitreten, Belos. Wie viele Credits hat man euch geboten, damit ihr eure Meinung ändert? Hier. Streiten könnt ihr immer noch, wenn ihr im Gefängnis sitzt. Corellia ist keine Demokratie. Das Einverständnis des Volkes war nicht nötig, um dem Imperium beizutreten. Ihr habt kein Recht, uns zu verhaften. Wir haben nach den hiesigen Gesetzen gehandelt. Die Ratsmitglieder haben sich selbst zu Königin ernannt, auf Kosten Corellias. Sie alle verdienen es, bestraft zu werden. Da ihr alle habt diesen Krieg begonnen. Nichts kann das wieder gut machen. Merkt euch das, Captain Kantarus. So dankt die Republik ihren Verbündeten. Nur denen, die sich dem Imperium anschließen, Ratsmitglied. Ja, ja. General Aves wird einen Statusbericht hören wollen. Einen Moment, wir müssen eben die Kommunikation wiederherstellen. Könnt ihr uns hören, General? Laut und deutlich, Captain. Ohne Hinweise vom Corellianischen Rat muss sich das Imperium auf seine alte Taktik verlassen. Und die funktioniert nicht. Wenn die Legislatur fällt, wird das Imperium verletzbar sein. Ich habe mehrere Trupps in Bereitschaft, um sie von Corellia zu vertreiben. Aber sie brauchen ein Signal. Die Funkstation auf dem Rednerhof. Sie überträgt euer Signal an alle Kommstationen auf Corellia, falls ihr sie erreichen könnt. Wohin soll ich mich begeben? Der Rednerhof wird von Darth Decimus überwacht, dem letzten Mitglied des Rats der Sith auf Corellia. Er überzeugte den Corellianischen Rat davon, dem Imperium beizutreten. Er wird Corellia nicht so einfach aufgeben. Ihr werdet dort keine Unterstützung haben. Corsac bewacht den Rat. Die grünen Jedi verteidigen ihre Enklave. Und meine Leute sind in Position. Ich bin nicht so weit gekommen, um Corellia jetzt doch noch zu verlieren. Freut mich zu hören.
Aber vergesst nicht, dass Darth Decimus sicher das Gleiche denkt. Kontaktiert mich über die Funkstation, sobald ihr Darth Decimus besiegt habt. Ich warte auf euer Signal. Es ist soweit. Nur noch ein Sith Lord steht zwischen uns und der Freiheit. Corellia zählt auf euch. Ich darf gegen Darth Desinteresse also keine Unterstützung erwarten. Was war das jetzt hier drinne? Ich habe hier alle alleine umgemietet und eure Soldaten und grünen Jedi sind erst gekommen, als alle tot waren. Wow. Wow, einfach nur wow. Als ob mich dann so ein Darth Desinteresse jucken würde. Star Wars, deine Logik ist manchmal, ich weiß nicht, da blicke ich einfach gar nicht durch. Jedis hätten noch mitkämpfen können, da hätten sie dort ein paar Sith mehr eingebunden. Jeder grüne Jedi auf einen NPC-Sith, den ich hätte nicht angreifen können und fertig, dann wäre das immer ein ordentlicher Kampf gewesen. Aber nö, die warten lieber draußen ab, bis ich fertig bin. Und kommen auch immer erst, wenn ich fertig bin, wow. Warte mal, wo muss ich... Oh, ich muss da lang. Ich hätte mal wieder auf die Map gucken müssen. Mann, 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 hier alles feiglich. Es sind alle erst gekommen, als die anderen besiegt waren. Nee, nee, nee. Und der pennt auf der Lehne? Ja, wenn das bequem ist. Mann, 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 Republik, echt allesamt Feiglinge irgendwie in meinen Augen. Wo muss ich jetzt hin? Hier runter. Okay. Die Fähigkeit will ich können. Ich will in der Luft schweben können. Das ist eine coole Fähigkeit. Okay, die grünen Jedis haben alle grüne Lichtschwerter. Mhm. Ich hab ein Orangenes. Ich bin cool. Und weiter geht's kämpfen. Wow, der war ja schnell da. Der war ja schnell down. Was macht der hier? Ach komm. Das ist ein Sith-Kombatan. Ah, komm, wir rennen unten lang, Kira. Den Rest lassen wir alles stehen hier. Der Rest ist uns egal. Normaler Loot. Sith-Traverse. Aha. Nö. Hater auf dessen Interesse. Eine vorhersehbare Entscheidung. Nur ein Jedi könnte die Republik so weit bringen. Ich habe eure Fortschritte auf Corellia verfolgt. Der Rednerhof hat alles mitbekommen. Von dieser historischen Bühne aus erkläre ich Corellia zum offiziellen Mitglied des Imperiums. Selbst eure Bemühungen können das nicht schmälern. Der Corellianische Rat wurde verhaftet. Wir haben eure Unterstützung verloren. Das habe ich gehört. Aber ich lasse nicht zu, dass ihr tapferes Opfer umsonst gewesen ist. Als das Imperium mit der Invasion begann, hat der Rat uns alle Koordinaten gegeben.
Die Docks von Coronet City wurden geräumt. Wer sich widersetzte, wurde getötet. Die Flotte hat die Werften eingenommen. Imperiale Truppen sind zum Kapitolplatz vorgerückt. Ein wirklich prächtiger Anblick. Den ihr nie wieder erleben werdet. Selbst wenn ihr diese Schlacht gewinnt, verliert ihr diesen Krieg. Nee. Nein, heute. Guck mal, du hast die Hälfte von deinem Leben verloren. Und der Rest ist runter weg. Siehst du? Und jetzt? Wieder ein Lichtschwert? Nö, den habe ich ja schon. So. Darth Decimus wurde besiegt, General. Sagt euren Leuten, dass die Legislatur in unserer Hand ist. Nicht nötig. Die Meldung wurde schon per Funkstation auf ganz Corellia verbreitet. Jetzt liegt es an unseren Reserven, das Imperium ganz zu vertreiben. Aber es kommt bereits an vielen Fronten zurück. Corellia ist frei. Wir bereiten uns darauf vor, dem Senat formell den Sieg zu erklären. Begebt euch zum Presseraum, wenn ihr soweit seid. Was? Ich dachte, ich kann den Planeten endlich verlassen. Oh Mann. Okay, hier sind jetzt alle weg. Und jetzt taucht ihr mal wieder auf. Wow. Ah, ist das ein schönes Gefühl. Endlich mal einer, der mir zujubelt. Yeah, mach weiter so. Streng dich mehr an. Yay. Genau, jubel mir zu. Ich bin euer Meister. Okay, man merke, wie der aussieht. Ich glaube, das sind Zwillinge. Oberste Kanzlerin Zaresh, Senatoren. Die Republik hat die Legislatur eingenommen und das Imperium liegt in den letzten Zügen. Ab jetzt ist es reine Routine. Diese Nachricht wurde schon auf ganz Corellia verkündet. Und ich bin stolz, sie an Coruscant weiterzugeben. Wir werden unseren Sieg bekommen. Unsere Verbündeten waren uns eine große Hilfe, aber ein Mann stach besonders hervor. Seinen Bemühungen verdanken wir den Sieg. Im Namen des Senats möchte ich euch dafür danken, was ihr für die Republik getan habt. Der General sagte uns, dass ihr unersetzlich wart. Was? Ne? Ich würde gerne das Letzte nehmen. Ich nehme das. Nach einem solchen Kampf erwarte ich mehr als nur ein Dankeschön. Dem Senat ist bewusst, welche Risiken ihr auf euch genommen habt. Man wird euch großzügig belohnen. Hoffentlich. Der Senat hörte viele Gerüchte über die imperiale Invasion auf Corellia. Bevor wir fortfahren, würden wir gerne die Wahrheit hören. Das Imperium ist mit dem Segen des Corellianischen Rats eingerückt. Wir hatten auf dem ganzen Weg zum Kapitolplatz gegen ihr besonderes Wissen zu kämpfen. Der Rat zeigte keinerlei Reue wegen seiner Taten. Die Ratsmitglieder wurden verhaftet und ihres Amtes enthoben. Der Rat war der Republik jahrelang treu. Warum kehrten sie uns plötzlich den Rücken zu? Das Vertrauen ist verloren, das ist unrichtig zu viel Macht. Der Rat hat vergessen, dass er dem Volk dienen sollte. Nach dem ganzen Krach glaube ich nicht, dass er das je wieder vergessen wird. Da der Rat im Gefängnis ist, besitzt Corellia keine eigene Führung mehr. Es könnte Aufstände geben, Verbrechen, weitere Verwüstung. Nach dem großen Schaden, den das Imperium angerichtet hat, zögert der Senat, die direkte Kontrolle zu übernehmen. Wer sollte den Wiederaufbau von Corellia in die Hand nehmen? Die Corellianer. Wir haben einen Krieg zu führen. Korsak wird sich um alles kümmern. Wir werden bald schon einen neuen Rat wählen. Es dürfte ganz angenehm werden, eine Weile keine Vorgesetzten zu haben. Corellia ist einer unserer Gründerplaneten. Und doch haben sie sich völlig unvermittelt gegen uns gewandt. Wie viele andere Welten könnten noch wanken? Ihr habt Corellia der Republik zurückgebracht. Ihr habt das Gehör des Senats.
Wie können wir verhindern, dass weitere Welten dem Imperium beitreten? Ach, hier kommt Scheiß drauf auf die Ends. Corellia wurde schlimm zugerichtet. Aber der Schaden durch das Imperium kann wieder behoben werden. Das ist nicht unser erster Sieg und es wird auch nicht unser letzter sein. Es wird Frieden geben. Die Republik wird nicht aufhören zu kämpfen, bis das Imperium sich ergibt. Und ich auch nicht. Das sind inspirierende Worte. Der Senat wird eure Bemühungen unterstützen. Bevor ihr geht, möchten wir euch noch angemessen danken. Keine Medaille und kein Titel kann das aufwiegen, was ihr geleistet habt. Was ist das da hinten? Blutstreifen erster Klasse, die höchste korallianische Auszeichnung. Sie wird denen überreicht, die trotz widrigster Umstände weiterkämpften. Danke, Captain. Ich wäre jederzeit stolz, wieder Seite an Seite mit Corsac zu kämpfen. Wir wären stolz, euch bei uns zu haben. Aber ich hoffe, dass die Zeit des Kämpfens bald vorbei sein wird. Ihr habt Corellia vom Imperium befreit und Ereignisse in die Wege geleitet, die diesen Krieg beenden könnten. Ihr habt mehr als nur unseren Dank verdient. Unser heutiger Sieg sendet eine Botschaft. Die Republik mag zwar ins Stolpern geraten, doch sie wird niemals fallen, solange wir weiterkämpfen. Senatoren, lasst eure Stimmen hören. Erhebt euch und zeigt diesen Helden der Republik eure Anerkennung. Das dauert mir gerade ein bisschen zu lang, das Gequatsche. Aber das nenne ich mal, genau. Habe ich auch auf keinem anderen Planeten erfahren dürfen. Das ist eher das Blutzeug. 109.000 XP und ich kann damit nichts anfangen, weil ich maximal Level ohne Abo erreicht habe. Wow. Aber ich habe den Planeten abgeschlossen. Jetzt gehen wir erstmal das neue Lichtschwert aufrüsten. Geil. Scheiße, die stehen ja hier noch. Ja, warte mal, die sind gespawnt. Das ist. Warum sind die. Komme ich hier vielleicht damit weg? Ja. Raumhafen. Donnerwerft. Schiffsbaukantina. Nee, dahin. Lol. Naja, war es mein letzter Kampf auf dem Planeten. Und wo ist Post? Da ist Post. Den Brief trage ich jetzt schon Ewigkeiten mit mir rum. Den Namen lese ich mal nicht vor, da kommt wieder nur Quark bei mir raus. Wow, und jetzt? Was gab's? Hallo? Gab's nix? Okay. Ab zu meinem Raumschiff und dann erstmal zur republikanischen Flotte. Ne, vorher verkaufen hier. Genau. Ich muss ja neue Sachen kaufen können. So. Melden Sie Ihre Beschwerden. Genau. Das bleibt. Reparatur, wie sieht's denn aus? Ach, brauche ich noch nicht. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Oh ja, mache ich das schon. Och, endlich Corellia abgeschlossen. Aber, L war das? Ja. Das heißt, wir gehen zurück auf den Planeten. Wo war denn das? Das war, das Nasha da? Weil wenn ja, dann habe ich ja hier noch was. Hallo, ich würde wissen, wo das ist. Oh, warte mal. Schwer? Cool.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, das ist alles auf Narsha da. Ne, das sind Helms 2 Missionen. Tschüss. Könnt ihr mich mal gern haben? Hier, Schiffsbau, das nicht. Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Überzeugt euch selbst. C. Ich hab doch hier unten noch 2 Sachen frei. EMP, elektronische Dingskapsel und das da. Das ist ab was? Erfordert Stufe 50. Das hatte ich schon mal, das weiß ich. Das konnte ich aber nirgendwo einsetzen. Blasterkanone verursachen mehr Schaden. Ah, der Stufe 7. Dieser Gegenstand gilt nicht für den galaktischen Raumjäger. Ist das das? Das Geld habe ich sowieso nicht, von daher. Wo müssen wir hin? Jedi-Retter. So, Corellia abgeschlossen. Jetzt zur republikanischen Flotte das neue Lichtschwert komplett aufrüsten, den Kristall reinmachen und dann auf Narsha da noch die wöchentlichen Dinger da abschließen. Der Krieg auf Narsha da, ja, das müsste alles auf Narsha da sein, wenn mich nicht alles täuscht. Gut, das werden wir wieder überspringen. So, ein Stündchen schon am Stream. Ich mach gleich mit 5 Minuten Pösler. Was ist denn da? Ah, okay. Quatschen wollen die hier irgendwie gar nicht mehr mit mir. Was ist denn. Apropos Quatschen. Ich könnte die ja mal wieder noch losschicken hier. Schicksal aufklären. Altur, du machst das und du hast hier einfach gar nichts zu tun. Okay, dann machst du das. Ich hätte sie in einer ganzen Stunde nicht einmal ausgewählt. Lull. Jo, das ist alles auf Narsha da hier. Gut, dann erstmal dahin. Und solange ich jetzt dahin fliege, mache ich mein 5-Minuten-Päuschen. Also bis gleich.